Nun, da sind wir auch schon wieder mit Martin zockt You mit Türki. Und Björn ist auch wieder dabei. Gute zusammen. So, wieder schlafen gehen. Jetzt überlegen, wie kommen wir jetzt weiter mit dem Spiel. Wir haben jetzt praktisch gesehen über die Hälfte der Effekte. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so genau sicher. Wir müssten mal wieder in den Raum schauen, wo wir die Effekte zusammen haben. Ah, diese Bilder. Genau. Und was haben wir hier? Das. Keine Ahnung, was es ist, aber ich nenne es einfach mal das. Okay, jetzt müssen wir mal kurz mal in den Dings schauen. Nochmal da rein und schauen. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34. 34 sind wir, 22 haben wir. Also wir haben schon über die Hälfte erreicht. Auch nicht schlecht. So. Müssen wir uns mal kurz überlegen. Wo waren wir noch nicht? Wo müssen wir noch was sehen? Wir schauen am besten mal wieder in dieser Welt hinein. In dieser Lego-Welt. Wir müssen nochmal durch diesen Dungeon durch. Weil ich weiß, da gibt es auch noch einen Eingang zur höheren Ebene. Warum spinnt mein Skype denn jetzt schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß es nicht. Egal, da müssen wir jetzt durch. Was macht denn dein Skype? Ah ja, das zeigt mir den Bildschirm nicht an. Das hängt jedes Mal. Das ist zum Ah. Kotzen. Das ist doof. Das ist richtig doof. Naja, vielleicht beruhigt es sich ja später. Aber es ist schade eigentlich. Yep. Naja. Vielleicht hast du auch irgendein Internetproblem? Nö, eigentlich nicht. Also So, das. wo bin ich denn jetzt hier? So eine seltsame Eiswelt. Ja, doof, dass ich das jetzt nicht zeigen kann. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal kurz Pause machen und nochmal Skype Bildschirmübertragung neu starten. Ja, es ist am besten so. Warte, ich mach mal kurz eine Pause. Oder so. Müssen wir jetzt mal schauen, ob das jetzt so geht. Müssen wir einfach mal gucken. Okay, da rein in diesen Raum. Oh, ich hasse diese Arten von Dings, was man auch aus Pokémon kennt, ey. Ach, diese Mülltonnen da. Ja, genau. Ah, wo man rausschlittern muss. Warte, wo geht's eigentlich dahin? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich gehe wieder hoch. Weil das sieht aus wie der Ort, wo ich rausgekommen bin. Ah. Hüp. Hüp. Ah, ich hasse diese Schlitterpartien. Okay, wo geht's da durch? Ich kenne diesen Ort nicht. Wirklich? Ah, wo bin ich jetzt? What the? Ah, da ist eine von diesen Schattenladies. Nicht bedrohen. Geht's da hinein? Hä? Hä? Was das denn eben? Ich gehe durch mich selber durch. Ich verstehe aber gerade nicht wieso, weshalb, warum. Da ist ein Apfel, ich muss den abschlachten, weil er mir den Weg blockiert. Ja, ich muss gemein sein, wenn die mir den Weg blockieren. Ah ja, stimmt, die sind selber schuld. Sonne. Und Irgendwie hier kommt mir ist. die Bauart und Weise auch so bekannt vor. Das sieht aus wie so eine Burg aus so einem Gameboy-Spiel oder so. Ja, jetzt verstehe ich das Land. Das ist fast wie Tag und Nacht. Also, das ist so eine Art Symmetrie. Ja, stimmt, da gab es auch mal so ein Bild, auch so mit symmetrischen, weißt was ich meine, so. Oh, Scheiße! Jetzt sag mir bitte nicht, dass du jetzt hier kämpfst. Uh-oh. Oh, na, das ist doch nicht wahr. Krieg ich dich irgendwie weg? Ich wollte gerade sagen, kann man die wegscheuchen oder irgendwie so? Okay, ganz langsam, ganz langsam. Okay, er ignoriert mich. Aus Gründen, die ich nicht weiß. Da geht's wieder raus. Da will ich aber nicht hin. Glaube ich zumindest.
Und hier komme ich wieder dahin. Ha. Wo muss ich jetzt hier bei diesem Ding hin? Kann man da nicht irgendwie einen versteckten Schalter finden oder so? Nee, Ich gell? habe das letztens mal bei dieser Welt gehabt, wo ich ein Versteck. Darunter geht's irgendwo hin. Ich muss versuchen, da irgendwie. Ah, jetzt sehe ich. Da muss. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, gut. Dahin? Nee, warte. Da. Scheiße, da geht's nicht lang. Ist mir irgendwie eine andere Möglichkeit versuchen, da irgendwie hinzukommen. Oh, diese Schlitterstage, ey. Das habe ich als Pokémon gehasst. Und jetzt erinnere ich mich wieder, warum ich das gehasst habe. Was ich aber noch bescheuerter fand, war dieses eine da, wo du, ich weiß nicht, ob es der dritte Pokémon-Trainer war oder so, aber da musstest du Schalter finden. Also Das! Ja! Das kann ich mich ganz genau erinnern. Das habe ich nie wirklich gecheckt. Und ich habe es immer nur aus Glück irgendwie geschafft. ich auch. Also ich habe mich auch da manchmal richtig verarscht gefühlt bei diesem Ah. Schalterrätsel da, also. Ah, das habe ich so gehasst. Das habe ich so verdammt gehasst. Jedes Mal, wenn ich das hatte, ich hatte es praktisch gesehen, die Angst neu zu starten. Das glaube ich. Aufgrund der Stelle, weil bei dem dritten Trainer. Mann. Das habe ich so verdammt gehasst. Naja, aber dafür waren die Kämpfe eigentlich relativ einfach gegen ihn. Yep, Also ich fand ihn yep. nicht wirklich schwer. Vor allen Dingen bei Pokémon Gelbe Edition war er lächerlich einfach, weil er ja nur dieses Raichu Eines da hatte. Reitsch, ein Reitschuh. Das war aus dem Grund, weil. Weil sie die Spiel, das Spiel mehr dem Anime Yep. nachempfinden wollten. Obwohl der Anime-Ash ehrlich gesagt nicht gerade der größte war. Nö, das war. Heutiger Sicht ist der Anime eigentlich totaler Schwachsinn, wenn man es so Yep. will. Okay, ich bin jetzt irgendwo gelandet. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, wo. Ah, ich sehe es. Ich bin jetzt bei der großen Version, bei diesen. Ich habe gerade einen Schattenlady überfahren. Muss ich vielleicht hier irgendwie. Hier ist etwas mit einer riesigen Uhr, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkomme. Oder was ich da jetzt da überhaupt machen muss. Kopfkratz. Das sieht aber wirklich ziemlich eigenartig aus. Ja, da sind wir schon mal gewesen, aber da waren wir etwas kleiner. Musst du da Tic-Tac-Toe spielen, oder? Ich kann leider die Felder nicht mehr ausfüllen, weil ich bin zu groß. Ich glaube, das ist so eine Sackgasse, wo ich gelandet bin. Kannst du dich nicht klein machen wegen dem Um Feeneffekt oder so? den, um das, um mich klein zu machen, muss ich in dieser Welt leider einen Käse essen. Ein Was leider Käse? hier ein. Ja, um hier klein zu werden, muss ich einen Käse essen. Und der Käse ist im Inneren dieses Hauses. Ja, kannst du nicht als Baby oder als Kind da reingehen? Das geht, glaube ich, nicht. Ciao. Ich wünschte, ich könnte das, aber das geht leider nicht. Schade eigentlich. Ich bin in eine Sackgasse gelandet. Oh je. Aber ich kann mich erinnern, da gab es noch einen anderen Weg, aber das können wir auch nachher schauen. Wieder ins Bett. Was mache ich da eigentlich? Okay. Sparschwein plündern. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ach, du bist immer noch da. Ich bin noch da, ja. Ja, ich meinte eigentlich das Bild. Ach so. Hast du dich jetzt erst angesprochen gefühlt? Okay. Ich fühle mich aber auch immer leicht angesprochen, das stimmt. Nimm mir den Weg. Ich kann mich noch erinnern, da war diese eine Welt, die ich nicht wirklich geblickt habe und die mich verarscht hat. Welche Welt hat dich nicht verarscht?
Es gibt so einige Welten, die mich nicht verarscht haben. Ja, oder Das so, war sie ja. nicht. Da war noch eine andere Welt. Das war so ein seltsames Ding. Ding. Ich weiß, ich habe die beste Möglichkeit, irgendwas zu beschreiben. Es war so ein... Da ist es. So eine schwarze Laternen-Dingsbums da. Na, ja. So, ich will mich mal dieser Welt nochmal anschauen. Die war auch hammerhart, ey. Ja. Muss mich hier irgendwie Möglichkeit schaffen, zu eines dieser Quallen zu kommen. Ich habe gemerkt, einige Quallen bringen mich an Orten. Was zum... Oh, komm schon. Das wollte ich jetzt gar nicht machen. Ich wollte die Qualle ansprechen. So, und... Oh. Das ist wirklich gemein. Das ist wirklich gemein. Man muss diese... Qu muss irgendwie an die Quallen rankommen. Ach, stimmt, ja, das war diese eine Zelle. Das ist neu. Okay, ja, ich sehe es. Bin ich jetzt weitergekommen? Geht es da jetzt weiter? Warum wird es auf einmal dunkel? I don't like this. Oh je, oh je, oh je. Und ich wurde ermordet. Wie nett. Ich glaube, ich wurde da. Kann doch nicht sein. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel will dich zu deinen Grenzen bringen. Ist ernsthaft? Was zum... Okay, neue Welt. Nehmen wir noch mal diese Pilzwelt. Da haben wir auch einige Welten übersehen, die wir benutzen können. Wenn ich mich richtig erinnern kann, gab es da eines von diesen... Wie kann man diese Dinger am besten nennen? So... Ah, wie nennt man diese Dinger nochmal? Diese einen Dinger? Ah, von da bin ich ja gekommen. Was mache ich da eigentlich? Diese einen Statuen, wovon man sagt, dass sie einen weiterbilden. Die Stimmt. auch bei einem Film auf der Erde gelandet sind und dafür gesorgt haben, dass wir angeblich schlauer geworden sind. Wie hießen diese Statuen nochmal? Diese... Das fällt mir jetzt auf Anhieb auch nicht ein. Was war denn das nochmal? Da war so ein Film, kann ich mich erinnern, da ging es um so eine Statue. Das war 2012? Hieß der Film? Ich bin jetzt nicht mehr so sicher. Nee, 2012 war das mit diesem Unglück. Mit dieser genauen Weltuntergang, der nie gekommen ist. Yep. Da ist das Ding. Wo bringst du mich hin? Waren wir eigentlich schon mal? Mensch, das weiß ich nicht. Kann sein, ja. Ist es dieses Gemäldeding da oder? Ich bin jetzt mir nicht mehr so sicher, ob wir hier eigentlich schon mal vorbeigekommen sind. Ich kann mich an diesen Ort erinnern, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob wir eigentlich hier schon mal gewesen sind. Deswegen beobachte ich jetzt einfach mehr alles, beziehungsweise ich spreche jetzt hier alles an. Vielleicht bringt das ja echt was. Okay, da waren wir definitiv noch nicht, glaube ich. Nee. Eindeutig, hier waren wir noch nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich das gesehen habe, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich es mit dir gesehen habe. Und... Ja, danke. Wirklich nett von dir, Spiel. Mal wieder so eine schöne Sackgasse. Sehr gut. Das heißt, ich muss wieder dahin gehen. Da bin ich gekommen. Keine Ahnung. Das ist so ein Gitarrist.
Sieht aus wie Elvis. Du springst mir zu sehr. Da haben wir einen. Keine Ahnung, was das ist. Bring die einfach mal um. Was Alien-mäßiges. Kann die gar nicht umbringen. Naja, was will man noch machen? Man kann doch keinen Geist umbringen. Ergibt Sinn! Genau. Ah, ich bin hier. Okay. Wollen wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Ich meine, hier haben wir auch noch nicht alles durchsucht. Bin schon mal gespannt, ob wir noch was entdecken, was wir übersehen haben eventuell. Das kommt bei dem Spiel bestimmt vor. Ja, von da. Jetzt hat man schon wieder so eine Welt, wo eigentlich zwei Welten hinführen und wo es eigentlich auch einfach hingeht. Eigentlich schon, gell? Ja. Yep. Verstehe manchmal den Aufbau des Aufbaus des Spiels nicht. Ehrlich gesagt. Ja. Wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, dann kann es schon passieren, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Da sind wir auch schon mal durch gewesen. Da sind wir dann zu einem Event hingekommen, der mich wieder rausgeschleudert hat. Und das auf unsanfte Art und Weise. Ja. Oh, was ist das eigentlich? Warte, ich komme Ihnen mal entgegen. Oh, was ist das? Herzen. Ich denke, hier waren wir noch nicht. Nein, da waren wir wirklich noch nicht. Gut. Wir brauchen jetzt nämlich hier eine neue Welt. Was ist das? Das ist ziemlich merkwürdige Kunst. Yep. Hier haben wir eine Bowlingkugel. Ich kann mir auch mal entgegen. Das sah eher aus wie so ein Schokokeks. Ja, ein gelber Schokokeks, der umherrollt. Ja, das gibt irgendwie Sinn. Die Musik in diesem Spiel, die erinnert mich ehrlich gesagt an so alten Computern. Weißt du, an was mich das erinnert? Du kennst doch diese diese komischen Videospiele da, wo man nur ein paar Knöpfe drücken kann, so piep, 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 und da haben die so komische Geräusche gemacht. Yep. Ja, das stimmt, das hast du recht. Und das sieht irgendwie aus wie so ein Abenteuerspiel. Mhm. Und einen Gegner findet, die muss man besiegen, damit man zum Gipfel kommt. Oben ist dann der Endgegner. Auf so einer Plattform, der irgendwie die Macht von irgendwas Mystischen haben möchte, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Genau, ganz klischeehaft. Ja, yep, ist ganz so klischeehaft aufgebaut. Das erinnert mich gerade an das. Ich finde den Hintergrund irgendwie nett. Sehr nice gemacht, ja. Und der gibt mir den Effekt. Wie hieß das Ding? Gakuran? Nein, das war das. Maiko? Nein, das war's auch nicht. Ach so, Hanika. Jetzt bin ich so eine Statue. Okay. Sieht so ulkig aus irgendwie. Ja, yep. Es erinnert mich an diese einen Bewohner aus Mario und Luigi Superstar Saga. Stimmt, da gab es auch diese komischen Dinger da. Ja. Yep. Oder wie in der einen Folge SpongeBob da, wo Thaddäus diese komischen Figuren da trifft, weil der versehentlich auch so geformt wurde wie die und die denken, das wäre eine von denen. Weißt du, kennst du die Folge? Ah, das sagt mir jetzt irgendwas, wo er, wo jeder, wo, ich muss mal kurz mal erinnern. Es ist so eine lange Zeit, nachdem ich SpongeBob ehrlich gesagt gesehen habe, weil die neuen Folgen sprechen mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich an, besonders weil sie, nun ja, SpongeBob heirateten einen Krabbenburger. Ich meine, was zur Hölle?
Naja, die älteren Folgen fand ich auch ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich Ja, aber sagen. ich kann mich erinnern, gab es eine Folge, wo er irgendwas, wo ihn irgendwas so heftig angetan wurde, dass er nicht mehr reden konnte. Und SpongeBob hat gedacht, es wäre so eine Art Tier. Okay. Wo er dann, der war so von irgendein Zeug. Ich weiß auch nicht, jetzt nicht mehr so genau, wie ich das zusammenreimen soll. Okay, ich würde mal sagen, ich habe den Ort erreicht, den ich hier finden muss. Und ich glaube, ich sollte mich vielleicht noch ein bisschen hier umschauen. Warum Vielleicht eigentlich nicht? finde ich hier noch was anderes. Also eine Pyramide. Gebaut aus Pappkartons. Ich meine, danach sieht es doch aus. Ist ja schon, ja. Der Hintergrund, das sieht aus wie das Ding aus der Graffiti-Welt von Human Nicky. Stimmt, jetzt wird es erwähnt. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe nichts Besseres gefunden, also muss ich jetzt mich hier noch ein bisschen umschauen. Bei der Schildwelt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders benennen sollte. Sie sehen aus wie so Verkehrsschilder. Bisschen schon, ja, so wie Vorfahrtsschilder. Yep. Da ist dieses scheiß Ding wieder. Das findet man hier. Okay, was war das nochmal? Musik hat zu sein. Okay. Hallo? Hä? Ich check's nicht. Warte, was ist das denn? Eine Banane? Ein halber Mond eher. Für mich sieht's aus wie eine Banane. Und irgendjemand hat was raufgekritzelt. Naja. Okay. Jetzt kurz mal überlegen. War hier nicht. Warte, da ist dieses Gesicht nochmal. Also jetzt bin ich irgendwo anders angekommen. Sieht auch ziemlich bekannt vor aus. Yep. Spinnenwebenwelt oder Mariechen. Ich weiß nicht, wie ich die Welt nennen soll. Du schon wieder. Der ist überall! Der Typ. Scheiß Marienkäfer, geh mir aus dem Weg! Meine Fresse. Die verdammten Dinger sind überall im Weg. Ja, ich habe gerade einen Marienkäfer ermordet. Och, gibt's noch genug davon. Ah, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Ich will mich weiter umschauen. Weil das akzeptiere ich jetzt nicht. Wo bringst du mich hin? Ah, ich kann mich erinnern, ich musste da auch hin. Ich musste den hier angreifen. Dann sowas von wegrennen, weil er mich angreifen möchte. Am besten ein Bike auspacken. Und da rein. So, und hier musste ich irgendwas finden. Ah, da ist es. Neuen Effekt. Yep. Ich muss mal schauen. Wo ist der? Ah, da ist es. Insekteneffekt. Das ist so ähnlich wie das Katzeneffekt. Oh mein Gott, was ist zur Hölle? Ich muss in diese Spalte hinein. Daran erinnere ich mich jetzt, ehrlich gesagt. Oh. Okay. Okay, wollen wir mal schauen, was es da gibt. Glaub, ja, Chainsaw. Glaube ich, muss ich da einsetzen. Weiter, warte. Ah, ich dachte gerade, sie hätte jetzt irgendwas.
Am Auge. Okay. Was ist hier so? Wow, das ist aber eine fette Spinne. Nicht schlecht. Jetzt bin ich eingewebt. Und jetzt bin ich wieder normal. Hier passiert viel zu viel Zeug. Ich wollte gerade sagen. Also definitiv haben wir jetzt hier eine Goldmine entdeckt, weil wir haben jetzt gleich zwei Effekte auf einmal gefunden. Und ein paar neue Welten. Yep. Wer sucht, der findet. Yep. Also gut, wo bin ich hier? Was seid ihr überhaupt wie Kreaturen? Sieht sowas von seltsam aus. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was ihr überhaupt darstellen sollt. So, was haben wir hier? Ich würde jetzt auch keinen Reim machen. Muss ich das verstehen? Geh da durch, da hat man dann ein Dings mit so einem seltsamen Clown. Yes, da ist so eine Höhe, da kann ich nicht rüber. Und da, nein. Was zur Hölle? Leute, die um ein Herz oder um einen Apfel tanzen? Sie sehen mehr aus wie Hexen. Ich meine, guck dir die Dinge an. Stimmt, bisschen schon, gell? Oder wie die sehen aus wie so aus so einem 8-Bit-Horror-Spiel. Oh, hier wollte ich wohl nicht ernsthaft sagen. Ah, okay. Muss so durch. Genau, sonst kommst du nicht dran. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Habe ich jetzt gerade... Hast du in den Apfel gebissen oder was? Nein, ich. Ah, der Apfel. Ich will irgendwas mit dem Apfel machen hier. Ah, wahrscheinlich muss ich da lang. Muss ich erstmal warten. Und durchfahren. Da ist doch, muss doch irgendwas sein. Oh nein. Na kommt schon, bisschen schneller hier. Na, ist denn das hier die Möglichkeit? Muss ich dadurch? Dadurch. Ich will mal den Apfel von oben ansprechen. Vielleicht macht das irgendeinen Unterschied. Nein. Jetzt habe ich die Abfahrt verpasst. Scheiße. Das dauert jetzt wieder mal ein bisschen lange. Das Spiel testet ebenfalls meine Geduld. Auf einer harten Probe wird es gestellt. Ja. Okay, ist vielleicht hier irgendwas? Nein. Ist hier irgendwas? Nein. Ich habe das eigentlich schon überprüft, aber ich wollte mal doppelt überprüfen. Warum versperrst du mir auf einmal den Weg? I don't like this. Vielleicht kann ich den Feeneffekt einsetzen, um da rüber zu fliegen? Nein, das Spiel verbietet mir das. Okay. Ich wieder zurück. Oi. Irgendwas folgt mir. Noch etwas folgt mir. Noch etwas folgt mir. Noch etwas folgt mir. Sieht so aus, als wäre irgendwas sauer auf mich. Wahrscheinlich, weil ich diese eine da umgebracht habe, die im Brunnen ist. Wobei ich überhaupt nicht wusste. Ja, ich bin wieder rausgeflogen. Das Spiel mag mich wirklich. Okay. Wollen wir mal wieder an den Computer ran. Neue Wallpaper. Darauf achten, dass er nicht speichere. Ah, warte.
Ist hier vielleicht irgendwas Neues? Oh, der Hintergrund. Der nervt jetzt ehrlich gesagt bei der Situation. Vielleicht hätte ich es doch nicht zufällig machen sollen. Muss doch irgendwas Neues sein. Neues. Ja, das eine da ist neu. Das zeigt er mir aber nicht an, dass es neu ist. Dass ich nicht verstehe. Ich muss jetzt einfach hier ganz durchsuchen, was ich jetzt. Oh, er wollte mich doch wohl verarschen. Nämlich manchmal so ver. Ah, da! Da, da ist es neu, da ist es neu, da ist es neu. Der Hintergrund ist schon ein bisschen besser. Nett. Was ist das? Gute Uruzuki und böse Uruzuki. Gibt es noch irgendwas Neues, was ich eventuell übersehen habe? Nope. Also würde ich da mal sagen, speichern. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.